Dann begrüße ich Sie zur letzten Coffee Lecture in diesem Semester. Heute zum Thema Fake Science, Raubverlage erkennen und vermeiden. Das ist ein Thema, was im letzten Sommer in der Medienberichterstattung relativ groß war. Ich habe hier mal drei Überschriften beispielhaft auf die erste Folie gemacht. Das war eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Vielleicht haben Sie die einen oder andere wahrgenommen. Genau zu dem Thema. Und dort wurde auch von den Journalisten im Prinzip der Begriff Fake Science geprägt. Ich würde auch vorwegschicken, dass er etwas problematisch eigentlich ist, weil er nahelegt, dass es um gefälschte Wissenschaft geht, Manipulation von Daten und so weiter. Auch das gibt es. Es gibt solche Fälle in der Wissenschaft, aber die gab es auch schon vor diesen Raubverlagen und auch unabhängig davon. Es trifft also eigentlich nicht so gut, den Begriff. Ich will dann also in dieser Coffee Lecture erläutern, was unter Raubverlagen zu verstehen ist, was daran problematisch ist, was die Risiken und Gefahren daran sind und wie Sie die auch erkennen können und damit auch vermeiden können, dort zu publizieren. Was sind also Raubverlage? Was ist damit gemeint? Im Kern arbeiten die mit einem unseriösen Geschäftsmodell. Das heißt, sie verlangen Publikationsgebühren, erbringen dafür aber gar keine oder nur sehr mangelhafte oder oberflächliche Leistungen. Und die wichtigste Leistung, die ein Verlag oder eine Zeitschrift normalerweise erfüllt, ist ein Qualitätssicherungsprozess durchzuführen. Meistens in der Form von so einem sogenannten Peer Review. Und dieser Prozess, der wird bei diesen Predatory Journals eigentlich gar nicht durchgeführt oder eben nur sehr oberflächlich. Es gibt so ein bekanntes Beispiel, wo ein Artikel mit bestehend nur aus 7 Worten, die immer wieder wiederholt wurden, in dem ganzen Text über mehrere Seiten, der bestand aus nichts anderem, da eingereicht wurde in so einem Journal und der wurde anstandslos veröffentlicht. Das ist ein ganz klares Indiz, dass da kein Peer Review gab und niemand darüber geschaut hat. Das Ziel ist also letztlich von diesen Raubverlagen, möglichst viel Artikel zu publizieren, dafür also die Gebühren einzunehmen und das beim sehr geringen Aufwand. Letztlich ist der Aufwand im Prinzip nur eine Seite aufzusetzen und dann die Artikel hochzuladen. Das ist so der Hauptaufwand, den sie betreiben. Und um dieses Ziel zu erreichen, gibt es ein paar typische Merkmale, die Raubverlage auszeichnen. Das eine ist, dass die meistens ein sehr offensives, man kann auch sagen aggressives Marketing betreiben. Meistens in der Form von Werbe- oder Spam-E-Mails. Das heißt, wenn Sie wissenschaftlich tätig sind, bekommen Sie häufig pro Tag mehrere E-Mails von diesen einschlägigen Verlagen, die Sie darum bitten, doch in Ihrer Zeitschrift Artikel einzureichen. Was anderes, was Sie noch immer mehr versuchen, ist, sozusagen Verwechslungspotenzial zu schaffen. Das heißt, sie geben sich Titel, die sehr ähnlich sind zu Zeitschriften von, also zu bekannten Zeitschriften. Zum Beispiel gibt es ein seriöses Journal of dann irgendein Fachgebiet oder Disziplin und das räuberische Zeitschrift nennt sich dann International Journal of und genau der gleiche Rest des Titels. Das ist so eine Strategie, die häufig anwenden. Ein Sonderfall sind sogenannte Hijacked Journals, also quasi entführte Zeitschriften. Da wird nicht ein ähnlicher Name verwendet, sondern genau der gleiche Name. Es wird also eine Webseite aufgesetzt mit genau dem gleichen Namen einer Zeitschrift, einer seriösen Zeitschrift, die es gibt. Teilweise wird auch noch die ISSN oder andere Informationen übernommen. Und man hofft darauf, dass eben Wissenschaftler darauf hereinfallen und dann dort bei dieser Fälschung sozusagen Artikel hochladen oder einreichen und nicht bei dem Original, bei der eigentlichen Zeitschrift. Was noch gemacht wird, um sich sozusagen den Anschein von Seriosität zu verleihen, ist, auf der Liste von Herausgebern schreibt man einfach eine ganze Reihe von bekannten und renommierten Wissenschaftlern mit drauf. Und ohne, dass diese davon wissen oder dass die damit einverstanden wären. Solange die dann nicht davon erfahren oder sich nicht beschweren, funktioniert das auch. Also machen das diese Journals so. Und ein letztes Merkmal, was ganz typisch ist oder häufig vorkommt, ist, dass sie mit einem vorgeblichen Impact-Faktor auch werben oder eigene Impact-Faktoren sozusagen erfinden. Der Impact-Faktor ist ein Maß, das habe ich auch in der Coffee-Lecture letztes Semester vorgestellt, was nur bestimmte ausgewählte Zeitschriften bekommen. Und zwar Zeitschriften, die Web of Science ausgewertet werden. Das ist eine anerkannte Fachdatenbank und die hat ein recht strenges Auswahlverfahren. Und nur diese kriegen den Journal Impact Factor. Aber der hat sich so als Art Gütesiegel quasi durchgesetzt. Und deswegen wollen natürlich auch die Predatory, diese räuberischen Zeitschriften, gerne mit so einem Impact Factor werben. Und entweder sie geben einfach vor, sie hätten auch so einen Impact Factor, erfinden den sozusagen,
Oder sie nutzen eben ähnlich lautende Impact-Faktoren. Und es gibt hier eine Übersicht, wenn man sich da informieren will, was es da gibt. Auf der Seite Stop Predatory Journals nennt sich diese Seite und die hat so eine Liste über diese Metriken oder Indikatoren, die es da gibt. Und da gibt es schon eine ganze Reihe. Was mit am häufigsten verwendet wird, ist der sogenannte Global Impact Factor, also das sehr ähnlich klingt dem Journal Impact Factor, oder der Index Copernicus. Also das sind eben quasi ja, eigens geschaffene Faktoren, die sehr ähnlich klingen dem Impact Factor und mit denen geworben wird auf den Homepages dieser Verlage und dieser Zeitschriften. Warum ist es jetzt problematisch, in solchen Verlagen oder Zeitschriften zu publizieren? Zunächst mal ist, wie angesprochen, es wird keine Qualitätssicherung durchgeführt, ja, also, oder nur mangelhaft, eben kein Peer Review. Das ist zum einen problematisch für die Wissenschaft insgesamt, weil immer mehr dann nicht qualitätsgesicherte Artikel veröffentlicht werden, aber auch für den individuellen Wissenschaftler, wenn er publizieren will, profitiert er ja auch selbst von dem Peer Review. Die Arbeit wird besser dadurch, idealerweise. Und das fällt weg bei diesen predatory oder räuberischen Zeitschriften. Dann ist es so, man veröffentlicht ja die Ergebnisse auch mit dem Ziel, dass man wahrgenommen wird von den anderen Kollegen und vielleicht auch zitiert wird. Es ist also wichtig, dass man sichtbar ist und leicht auffindbar. Das ist eben bei diesen Raubverlagen meistens nicht gegeben. Die sind eigentlich nicht in den einschlägigen Datenbanken indexiert. Von daher sind die nur sehr schwer zu finden. Man macht sich also selbst ein Problem dadurch sozusagen, weil man wo veröffentlicht, wo es dann keinerlei Aufmerksamkeit sozusagen bekommt. Ein weiterer Punkt, der problematisch ist, dass es unsicher ist, wie langfristig die Artikel überhaupt verfügbar sind. Wenn so ein Verlag plötzlich schließt, weil das Geschäftsmodell nicht mehr trägt oder aus anderen Gründen, dann sind die Artikel weg. Kann man davon ausgehen, dass die dann aus dem Netz verschwunden sind. Und dann sind ihre eigenen Publikationen nach ein oder zwei Jahren oder wann auch immer also völlig umsonst gewesen sozusagen. Und am problematischsten wahrscheinlich jetzt für den individuellen Wissenschaftler ist, dass es natürlich auch einen Schaden für die wissenschaftliche Reputation mit sich bringen kann. Es verlängert vielleicht erstmal die Publikationsliste, es ist eine Stelle mehr auf der Liste, das macht es vielleicht erstmal gut, aber wenn man in Berufungsverfahren oder in anderen Verfahren näher drauf schaut, in welchen Journals dann auch publiziert wurde, und das wird immer mehr natürlich gemacht im Zuge dieser ganzen Diskussion, und das dann auffällt, dann strahlt es natürlich auch auf die andere Arbeit aus. Dann fragt man sich, warum publiziert er in diesen problematischen, unseriösen Journals. Das kann also den eigenen Ruf schädigen und auch den Ruf der Uni oder Hochschule, an der man arbeitet. Und es ist natürlich auch problematisch, dass man damit dieses Geschäftsmodell unterstützt mit jedem Artikel, der da veröffentlicht wird. Erhält man dieses Geschäftsmodell sozusagen aufrecht. Und da ja meist öffentliche Gelder dann auch für diese Publikationsgebühren eingesetzt werden, das sind dann sozusagen Gelder, die in die Taschen der Raubverleger dann fließen. Auch das ist natürlich ein großes Problem an diesen Raubverlagen. Damit komme ich dann zu der Frage, wie können Sie es auch erkennen und dann damit auch vermeiden, dort zu publizieren. Viele der Punkte ergeben sich schon aus dem, was ich gesagt habe, was typisch ist für diese Raubverlage. Ich habe hier so ein paar aufgelistet, die häufig auftreten eben bei solchen Verlagen. Ganz typisch ist, dass in diesen Werbe-E-Mails, die man bekommt oder auf den Webseiten, Rechtschreib- oder Grammatikfehler auftreten. Das kommt immer noch häufig vor, auch wenn die immer mehr versuchen, professioneller zu werden. Das ist schon mal ein Indiz, kann ein Indiz sein. Dann, wie angesprochen, Titel sind häufig sehr ähnlich zu bekannten Zeitschriften. Oder eine andere Strategie ist auch, sehr allgemein gehaltene Titel zu nehmen. International Interdisciplinary Journal oder sowas in der Art. Die Idee dahinter ist auch, das Ziel ist ja, möglichst viele Artikel zu publizieren. Und wenn ich je breiter ich das, den Titel mache und die Zeitschrift aufstelle, desto mehr kann ich bekommen. Das ist im Prinzip von allen Bereichen der Wissenschaft. Je spezialisierter ich den Titel mache, desto weniger potenzielle Artikel kann ich auch akquirieren. Weiterer Punkt, wo man vorsichtig werden sollte, ist, wenn in den Mails oder auf der Webseite eine unrealistisch kurze Zeitspanne angegeben ist zwischen Einreichung und Publikation. Wenn also versprochen wird, wir garantieren Ihnen die Veröffentlichung innerhalb von 2 Wochen,
sollte man stutzig werden, weil innerhalb von 2 Wochen kann man kein seriöses Peer-Review durchführen. Dass man die Experten dafür findet, die passen und so weiter, die das dann begutachten, das kann eben nicht in so einer kurzen Zeit gehen. Dann, wie gesagt, häufig wird damit geworben mit diesen erfundenen oder unseriösen Impact-Faktoren wie Universal Impact-Factor, Global Impact-Factor und wie die alle heißen. Die sind dann häufig prominent platziert auf den Webseiten. Wenn man sowas sieht, immer noch mal genauer anschauen, um was es sich da handelt. Und teilweise wird auch mit verdächtigen Kontaktdaten gearbeitet. Das heißt, bei seriösen Zeitschriften geben die Herausgeber normalerweise meistens ihre Uni-E-Mail-Adresse an oder eben es gibt eine E-Mail-Adresse von dem Verlag. Bei solchen räuberischen Verlagen ist häufig eben eher solche kommerziellen Mail-Adressen, die auch angegeben werden, wie Gmail oder Yahoo.com. Wenn also solche Punkte auftreten, lohnt es sich nochmal genauer hinzuschauen, um was es sich da handelt. Man muss allerdings auch sagen, es gibt auch neue Journals, die erst auf den Markt kommen, die auch nicht immer schon perfekt sind. Da können einzelne dieser Punkte auch mal auftreten, die aber seriös sind. Ja. Also man sollte sich da ein Gesamtbild machen. Und was man weiter noch machen kann, um sich noch sicherer zu gehen, sind dann noch die nächsten Schritte, die ich aufgelistet habe. Man kann überprüfen, ob die Zeitschrift in bestimmten Fachdatenbanken ausgewertet wird, wie Web of Science, PubMed oder ähnliches. Dort werden normal wirklich nur seriöse Zeitschriften ausgewertet. Dort wird versucht, genau darauf zu achten, eben solche Zeitschriften nicht aufzunehmen, sondern nur qualitätsgesicherte Zeitschriften. Oder im Directory of Open Access Journals, DOAJ, nachzuschauen. Das ist so eine Datenbank, die eben Open Access Journals verzeichnet, die bestimmte Kriterien erfüllen und die auch bestrebt ist, solche Predatory Journals nicht aufzunehmen oder auch wieder rauszuwerfen, wenn das auftaucht, so ein Fall. Dann gibt es bestimmte Checklisten im Internet, die Sie nutzen können. Zum Beispiel von der Uni Graz gibt es so eine Checkliste. Das sind nochmal so Punkte aufgelistet, die ich zum Teil jetzt auch schon hatte, nochmal etwas differenzierter oder nochmal zusätzliche. Ich habe mich jetzt mal so auf die Wesentlichen beschränkt. Kann man sich durchschauen und dann das Journal beurteilen, wenn man jetzt ein konkretes sich anschaut. Oder eine ähnliche Seite nennt sich Think, Check, Submit. Das ist eine Webseite, gibt es auch eine deutsche Übersetzung davon. Denken, Prüfen, Einreichen heißt es dann auf Deutsch. Und das ist auch so eine Art Checkliste in diesem Prüfteil, wo nochmal die wichtigsten Punkte aufgelistet sind, die Sie beachten sollten. Genau. Und können eben diese Checklisten nutzen. Sie können aber natürlich auch, das ist auf jeden Fall auch immer sinnvoll, einfach mal mit Kolleginnen oder ihrer Doktormutter oder ihrem Doktorvater sprechen. Hat er schon mal gehört von diesem Journal? Kennt er das überhaupt? Das ist auch schon mal ein Hinweis, welche Erfahrung hat man damit. Oder Sie können sich natürlich auch an uns wenden, hier von der Bibliothek, in allen Fragen rund um uns publizieren. Oder auch, wenn Sie unsicher sind, konkret mit einer bestimmten Zeitschrift, dann helfen wir Ihnen da auf jeden Fall auch immer gerne weiter.